Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und zwar in der Vorstellungsrunde von Szenarien im Format Don Matteo fährt Edgars Szenarien. Und zwar darf ich wieder ein Szenario vorstellen vom lieben Edgar, und zwar auf der Strecke Bremerhaven, Bremen. Und letztes Mal waren wir ja etwas fiktiv unterwegs auf der Kerbestrecke mit etwas älterem Material und heute eben auf Bremerhaven Bremen mit etwas neuerem Material. Wir fahren mit der Doppeltraktion der 185-2 einen Kohlezug mit rund 3800 Tonnen Zuglast. Fahren wir von Bremerhaven, also hier von Speckenbüttel nach Bremen. Dass ihr gleich kurz seht, wo das ist, habe ich wieder die Karte vorbereitet. Wir sind hier in Speckenbüttel Bremerhaven und dann fahren wir da runter über Bremerhaven Hauptbahnhof, Wulsdorf, Stubben, Oldenbüttel, Osterholz, Scharmbeck, Bremen-Burg bis runter nach Bremen Hauptbahnhof. Das wäre also unsere Strecke. Und wenn wir das mal kurz noch anschauen, wo das in Deutschland in etwa ist, ist das da im nördlichen Teil. Hier von Speckenbüttel bis runter nach Hauptbahnhof Bremen. Da genau. Das ist also unser Ziel heute. Wir sind hier schon im Freien. Wir haben hier schon etwas abgestellte Güterwagen, die dann noch entweder verschoben werden oder wir hier bereit sind zur Ausfahrt. Da hinten ist noch eine Regionalbahn. Ich würde sagen, alles Weitere dann während der Fahrt. Ich rüste mal unseren Zugverband auf und wünsche euch viel Spaß bei dieser Szenariovorstellung. So, dann schalten wir die Batterie ein. Genau, ich gehe noch kurz nach hinten Störung. in den zweiten Führerstand, weil ich muss hier den Panto Nummer 2 vorwählen. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. So, hier ist das der Panto 1. Genau, dann schalten wir da mal noch die Displays ein. Genau. Dann machen wir die SIVA ein. Wir schalten den Richtungswender nach vorne, heben den Panto. 1 und 2, genau. Wir haben da Strom. Schalten den Hauptschalter ein. Dann die. So. Wieder zurück. Da die. Zugbeeinflussung. Genau. Zwangsbremsung. Wir fahren in der unteren Zwangsbremsung. Zugart. Deshalb muss ich da noch Zugbeeinflussung. durchschalten, bis ich auf der U bin. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Und ein drittes Mal. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. So, jetzt bin ich in der unteren Zugart. Das passt. Richtungswender ganz nach vorne. Instrumentenlicht an. Dann machen wir noch die Bremsstellung. Müssen wir noch Störung. genau umstellen. Und zwar mit Shift P. So. Genau, senken wir die. Nicht Shift P, wieso sage ich jetzt Shift P? Das war nicht richtig. String und Ö. Die Bremsstellung G, das war das, was ich wollte. Genau, das ist auch gut. Dann können wir die Bremsen wieder
Auf 47 anlegen, schalten noch die AFB ein. AFB. AFB. Die ist gleich auf 90. Unsere Höchstgeschwindigkeit. So, und jetzt lösen wir noch die Federspeicherbremsen. Und machen noch das Licht an und dann sind wir eigentlich fahrbereit. Ja, warum nur der Hüpfer in die zweite Lok? Ihr seht, die Lok ist, unsere Zugmaschine ist jetzt für Stand 2, für Stand 1. Aber unser Kollege da hinten ist gerade umgedreht. Für Stand 1, für Stand 2. Und wenn ich jetzt die 1 gehoben hätte, dann hätte ich den Panther da hinten. Bei offener Kohle ist das eher ungünstig. Deshalb muss ich das wechseln. Und wenn ich die 2 gehoben hätte, dann wären beide Bügel beieinander. Ist auch nicht okay. Deshalb habe ich hier kurz den Wechsel machen müssen. Wie einen Kollegen. Und der liebe Edgar hat auch einen Ebola-Fahrplan eingebaut, den habe ich installiert, den könnt ihr mit dem Ebola-Helper installieren von Virtual Railroads. Da sehen wir dann auch genau, 35 ist unsere Abfahrt. Das ist schon bald, ich hoffe, dass das Signal sich dann auch rechtzeitig stellt. Löse schon mal die Bremsen. Und da haben wir die Ausfahrt. Ich strecke mal unseren Zug. Hören wir mal da, wie das den Zug hier streckt. Genau. Dann schalten wir da Leistung auf, dass wir da möglichst schnell auch rauskommen. Es ist noch in der Frühmorgen, 6.35 Uhr, 36. Wie gesagt, 3800 Tonnen haben wir hinten am Haken, sind rund 572 Meter lang. Noch Kollegen vom Rangierdienst.
haben vermutlich gerade etwas Pause. Das Ende unseres Zuges. Versuchen den Zug da mal so auf Touren zu bringen. Zwei 18er. Abstellung. Der Fahrplan sagt, dass wir da 39 Lehe Rangierbahnhof passieren sollten. Das ist leicht verzögert. Aber das ist bei einem so schweren Zug gar nicht möglich, dass ich da von 0 auf 100 einfach nur so davon düse. Zug. Thank you.
Ja, die Strecke ist eine Freeware-Map. Der Pushington hat diese Route gebaut. Er hat das eigentlich, also so war es jedenfalls für mich, still vor sich gearbeitet, hat die Strecke gebaut. Und auf einmal hieß es im Forum, es gibt eine neue Strecke, Bremerhaven-Bremen. Und dann war diese tolle Strecke, wie gesagt, für uns verfügbar. Das ist wirklich eine tolle Sache, die er da geleistet hat. Und der Guimsleben, das ist ein weiterer Forums-User, der hat sich dann dieser Strecke angenommen, weil er auch angetan war von dieser Strecke und hat sie dann vegetationstechnisch noch etwas aufgehübscht. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine Vegetationsupdate von der Version 0.95, wo die Strecke zwischen Bremerhaven und eben Bremen aufgehübscht ist. Wirklich eine tolle Sache, die da jetzt in dieser Kombination entstanden ist. Streckenbau Pushington und Vegetationsupdate von Guim7. Guim7 heißt er, der Forums-User. Ich werde das dann auch noch unten in der Videobeschreibung verlinken. Die Informationen, die ihr braucht. Und auch das Szenario wird dann unten wieder verlinkt werden, dann könnt ihr das gleich runterladen und selber nachspielen. Sind unsere beiden Rayon-Damen. Bremerhaven-Wulsdorf, leicht verspätet, aber am Aufholen.
Ich habe die AFB jetzt extra auf 95 gestellt, weil ich mit 90 komme ich nur so auf 88 und jetzt komme ich dann so auf 91, 92. Das ist etwas, das ich vertreten kann. Ich weiß allerdings nicht, wie streng da jetzt zum Beispiel die ganze Sache angeschaut wird, ob es da bei den Fahrten auch so was wie eine Toleranz gibt, dass man sagt, ja, 91, 92 ist gleich 90. Oder ob man da wirklich aufs Loch genau die Geschwindigkeit halten muss. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Das wäre noch interessant, das zu erfahren. Vielleicht ist jemand, der das kennt, kann das vielleicht unten in die Kommentare schreiben. Dann kann man das nachlesen. Oder ob das eben statthaft ist, so im Rahmen von 1 bis 2 Kilometern über der markierten Geschwindigkeit zu fahren. Gerade auch wenn man zum Beispiel im Verzug ist und irgendwie etwas Zeit aufholen müsste. Das ist noch gut 2 Kilometer vor Lockstedt. Mit 49. Genau. Ein Kollege mit Kesselwagen. Auch ein Energiezug. Was ich halt an den Edgar-Szenarien sehr schätze, ist die Abwechslung. Also der interessante KI, der da auf der Strecke aufgebaut ist. Und die, er sagt es ja selber so, eine, die Geschichte zu vervollständigen. Und wir haben da in Stuppen dann einen längeren Halt. Eben der abwechslungsreiche KI, da war ich stehen geblieben. Nicht überladen, aber auch nicht so, dass es Minuten geht, wo nichts entgegenkommt oder so. Und auch was das Rollmaterial selber betrifft, da ist auch der Abwechslungsgrad sehr, sehr hoch. Das macht wirklich Spaß. Wir haben schon einen Bauzug gesehen jetzt, einen Kesselzug. Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Windräder auch schön aufgebaut auf der Strecke, das ist auch sehr typisch ja für den Norden. Mit den Blinklichtern da in der Nacht.
Ja, wir fahren in der unteren Zugart, wie gesagt. Das heißt, da wäre eigentlich die 105 Stundenkilometer als absolute Höchstgeschwindigkeit angesagt und da sind Bremshundertstel unter 65. Deshalb fahren wir da in der unteren Zugart 55 hier im System angezeigt. Und wir haben bei einer Beeinflussung 38 Sekunden Zeit, unter die 55 zu kommen. Eine Cap Drain. Und müssen Maximum nach 153 Metern beim 500 Hz Magnet dann auf 25 Stundenkilometern sein, sonst werden wir zwangsgebremst. Das ist das, was man bei der unteren Zugart beachten muss. Und die Bremsstellung G macht es natürlich dann auch noch das Bremsverhalten sehr träge. Also wenn man mal anbremst, bis das sich wieder löst, geht das dann einen Moment. So, wir schauen da mal, wir sind bei Kilometer 169,8, dann sind wir jetzt dann gleich da bei Lunestedt, das passt. Haben wir da eine Vectron auch bezüglich der Zugausstattung, da wird immer wirklich Interessantes geboten da in den Edgar-Szenarien. Einfach schön. So, ich nehme da jetzt mal etwas Leistung weg. Lass es noch rollen. Nehme mir da die E-Bremse etwas zur Hilfe. Noch einmal einen Kollegen. Stuppen müssen wir ja halten. So. Und noch die Zugbremse mit dazu. Weil wir haben hier ein VR0 für die Ausfahrt und das heißt, wir müssen dann jetzt unter diese eben innerhalb von diesen 38 Sekunden jetzt unter die 55 kommen.
beim 500 Hertz Magnet dann innerhalb nach diesen nach diesen 153 Metern müssen wir dann eben auf unter 25 sein. Hier ist der Magnet. So müssen wir sofort bremsen, sonst wird das dann zu knapp. Oh, ein Robel, ein Bauzug. So, das hätten wir geschafft. Ich lasse jetzt das einfach noch da nach vorne rollen. Leg da mal bei 4,7 an. Jetzt schauen wir mal. Ich muss noch kurz schauen. Was da? Genau, 7:04 wäre dann die Weiterfahrt bei uns. Ich löse mal die Bremse und ziehe da die Lokbremse etwas an. Da kommt die S-Bahn. Deshalb müssen wir da vermutlich auch warten, um die vorbeipassieren zu lassen. Wir gehen doch da mal, nutzen die Zeit, steigen kurz aus. Schauen uns da um, Ticketautomaten, sehr vorbildlich, die Recyclingbox, das Wartehäuschen da, dass man am Trockenen sein kann. Dann was haben wir da hinten, jede Menge Fahrräder. Park and Ride. Vermutlich für all die Pendler, Berufspendler, die dann hier zur Arbeit wollen. In Stubben. Die Bahnhofsuhr. Na, die Fahrstraße ist gestellt, da kommt die S-Bahn, wir stellen uns da mal kurz hin. Sie stehen etwas weit draußen, lieber Mann. Das könnte ganz gefährlich sein für Sie. Dostosteuerwagen.
Die ist aber ganz schön voll, hm? Macht er sich auf die Socken. Dann gehen wir mal in unser Kabäuschen. Wir dürften eigentlich auch losfahren, aber wir haben noch HP0. Hm? Na komm. Sei so lieb und schalte. Na, willst du wohl? Sonst kriege ich dann von meinem Chef einen Rüffel, wenn ich zu spät komme. So, aber jetzt. Husch. Ja. Wer sagt's denn? Ziehen wir unseren Zug wieder in die Länge. Diesel 218. Dürfen jetzt sowieso nicht schneller wie 25, wenn der 500 Hertz noch leuchtet, der sollte dann hier ausgehen. Aber da haben wir auch noch ein VR0. Das muss ich dann noch bestätigen. Weil sonst kriege ich den dann. Kriege ich denn da die Zwangse? Das war jetzt noch, das ist noch so heimtückisch, wenn der 500er ist und dann mit dem VR0. Störung. Störung. Bis wir da jetzt wieder auf Touren sind. Hm? Thank you.
Eine 151, auch ein Kraftsprotz. Der hat hier auch noch was am Haken. Der musste vermutlich warten, bis die S-Bahn da durch ist. Ja, der Fahrplan ist sehr sportlich gehalten, obschon wir ja hier keinen Fahrplan haben, aber der da in der Ebola, wo man sich etwas daran orientieren kann, der ist doch sehr, sehr sportlich für diesen schweren Zug. Schauen wir mal. Kilometer 163 und ich soll bei Kilometer 157 um 14, ja, in 4 Minuten, das schaffe ich nicht. Konnte auch später abfahren. Befreie mich mal da. Mal eine S-Bahn mit Tostos wieder. Es geht noch leicht etwas bergaufwärts da. Macht es auch nicht gerade einfacher zu beschleunigen. Dafür können wir etwas die Vegetation genießen. Wenn wir da mal was hochfliegen, da sehen wir unsere schwere Fracht. Das ist doch ein ziemlich, ja, langer Zug. Den wir da bewegen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die AFB, wenn man die bei den Güterzügen mit benutzt, ob die auch einen Einfluss hat auf die Beschleunigung. Das könnte ich dann vielleicht mal noch versuchen, oder bei einem anderen Szenario ohne AFB zu fahren, ob die Beschleunigung da besser ist. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass der, gut, es gibt sowieso, die Loks sind bei 300 Ampere da quasi als oberste Grenze in der Doppeltraktion. Ansonsten ist die Oberstromgrenze 600, aber bei Doppeltraktion liegt sie bei 300. Da dürfen wir sowieso nicht forcieren. Ja, ich bin bei dir. Die Siva, die
die Störung und die Zwangsbremsung, das sind deine Freunde, die hier mit dir sprechen, im Führerstand. Wobei letzteres das Schlechteste ist, wenn der dann spricht. Ich glaube, es gibt noch die Ausgabe Bremsausfall, gibt es auch noch. Da zeigt sich was am Horizont. Mal schauen, was da kommt. Ah. Sieht nach einer Press aus, Presslackierung. Ja, der hohe Norden ist sicher mal eine Reise wert. Ich kenne den so nicht, aber wäre bestimmt mal eine Reise dorthin tun, um eben das, was ich da im Train-Simulator fahre, vielleicht auch mal in Natura zu sehen. Wer weiß. Ja, gut, 2 Minuten wieder, wo der Schweizer Hilfslokführer da hinterher hängt, hinter dem deutschen Fahrplan. Ich hoffe mal, dass ich nicht ein allzu großes Verkehrshindernis bin. Aber wenigstens ist der Regionalzug da, der vor uns losgefahren ist, dann schon mal weg. Und dann muss ich auch nicht wegen dem dann noch jedes Mal wieder bremsen oder kann nicht auf die Leistung kommen, die ich eigentlich brauche, dass ich da im Zeitplan bleibe. So, oh, eine graue Ludi. Auch ein sehr schönes Fahrzeug. Die mag ich auch ganz besonders. Und ihr seht, was wir jetzt schon alles gesehen haben. Wir haben jetzt elektrisch gehabt, wir haben Diesel gehabt in Form von 218. Wir haben Diesel gehabt in Form von einem Robel, dann jetzt die Ludi. Also Edgar schöpft hier wirklich aus dem Vollen. Zugbeeinflussung. Bei dir 155,0, das ist noch auf der vorderen Seite da.
hätten wir jetzt als nächstes Oldenbüttel und Osterholz-Scharmbeck. Geht's leicht runter. Man merkt, es beginnt zu drücken von hinten. Ich bin jetzt da leicht über der Sollgeschwindigkeit. Das möchte ich dann nicht, deshalb nehme ich da etwas Leistung zurück. Aber wenn wir dann wieder über 90 fahren dürfen, dann gebe ich dann wieder Saft, sodass wir dann eben die Geschwindigkeit halten können. Können sich die beiden Damen jetzt auch etwas erholen und dann mit Schwung runter kullern. Haben wir da? Oh, eine Diesel-Vectron. Das dritte im Dieselbunde, beziehungsweise das vierte. Eine Diesel-Vectron. Das ist jetzt auch gerade eine neue rausgekommen von RSSLO. Die fahrbar ist. Ich bin jetzt wieder etwas zu schnell, aber das lasse ich jetzt gleich. Ich bin noch im Fahrplan hinten drin, hinten nach, deshalb bescheiße ich da jetzt kurz die Geschwindigkeit. Und jetzt sind wir schon wieder voll im Rahmen des normalen Oldenbüttel. Schön gemacht da mit diesen Häusern, Bahnhofsanlagen. Wie gesagt, das Vegetationsupdate von Guim 7, das hat schon auch jetzt viel dazu beigetragen, dass das Ganze noch etwas stimmiger wird. Es war vorher schon sehr schön bei Pushington. Aber ich finde, es hat jetzt wirklich dem Ganzen noch so den letzten Schliff gegeben. Es macht wirklich Laune, da hier vom Norden in den Süden zu fahren. Oder aber umgekehrt, wenn wir dann von Bremen aus Richtung Bremerhaven fahren. Ich kann euch die Strecke wirklich sehr empfehlen. Es braucht etwas Payware, wie es bei jeder Strecke der Fall ist von den Freewares. Aber wenn man es haben möchte, muss man halt auch etwas dazu tun. Ein Kollege.
Containern. Diese Störung ist auch da. Ja, ich genieße das richtig da so auf einer schönen, entspannten Fahrt. Ist zwar immer mühsam, bis man in Fahrt kommt, aber in einer schönen, entspannten Fahrt da mit wirklich tollem KI. Bedient zu werden. Und bis jetzt ist alles noch im grünen Bereich, bis auf die Zeit. Schauen wir mal. Da kommt wieder was. RHB oder Lackierung. RBH. Bin ich jetzt gerade nicht sicher. So, das wäre ein Osterholz Scharmbeck. Zurückstehen bitte. Der, wie die immer da so nach an den Gleisen stehen, das ist immer furchtbar, wenn man da so durchfährt. Kann mir vorstellen. Ah, da genießen wir offenbar Priorität, dass der warten muss. Ich denke mir so, wenn der Lokführer da durch die Bahnhöfe durchrauscht und dann die Leute am Bahnsteig sieht, das ist vermutlich auch immer so ein mulmiges Gefühl, und zum Teil donnern die da ja mit ja, fast 200 Sachen da durch die Bahnsteiggegenden hindurch, und man hört leider auch immer wie mehr, dass da, das war ja auch in Frankfurt so ein ganz schlimmer Unfall, wo jemand, ne, eine Vectron, ne, jemanden vor den Zug geschubst hat. Das war da beim Einfahren des Zuges, aber es gab, glaube ich, auch mal auf offener Strecke jemand, der eine Frau da einfach auf die Gleise schubste. Also furchtbar, wenn man so etwas selber erleben muss. Man ist so machtlos, und gerade so wie jetzt in diesem Zug da, man hat 3870 Tonnen hinter dran, da hast du keine Chance. Ich bin jetzt da auf 92, bis ich da zum Stehen komme. Da sind ein paar Kilometer vorbei. So, wir schalten da mal noch. Ah, in Bremen-Burg haben wir dann noch einmal einen Aufenthalt. Das ist jetzt nicht so ein langer, das könnte sein, weil dort ist ja noch der Abzweiger Richtung Bremen-Fegesack. Bremen-Burg, das könnte sein, dass ich dort auch jemandem noch den Vortritt lassen muss. Schauen wir mal. Aber jetzt wäre da als erstes da mal Ritterhude.
Ritterhude. Schön gemacht mit den Lärmschutzwänden da oder Schallschutzwänden. Störung. Ja, ich bin bei dir. Die Hektometertafeln werden da von der Sonne erst so angestrahlt und dann sieht das aus, fast wie wenn da ein Vorsignal stehen würde. Aufpassen. ESIG ist dann bei 134. Ich nehme da mal Leistung zurück und gehe mal Richtung E-Bremse. Da ist die 80er Ankündigung. VR 0. Das ist gut, das haben wir ja erwartet, weil wir eigentlich. Zugbeeinflussung. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass ich wieder rasch unter die 55 komme. Noch den 500er im Auge behalten. Ah, da vorne sieht man gleich die S-Bahn, die am Vorbeirauschen ist. Das war doch, die ist gerade eben von Fegesack her gekommen. Und der muss ich wohl noch den Austritt gewähren. Oder die Ausfahrt. Genau, da steht sie. Und da kommt der 500er. Und jetzt ist es wichtig, sofort unter die 25, sonst Zugdurchfahrt. Ja, da werde ich wohl halten müssen. Oh, da kommt noch eine zweite.
Ja, die Bahnhofsansagen sogar. Grüß dich, Kollege. Regiobahn. Okay. Ja, und dann dürfen wir schon wieder. Immer lustig, wie sich da unsere 185 so aufbäumt, wenn man da Leistung aufschaltet, wie so bei einem Döschwo oder bei einem Citroën, der da sein Heck auch immer so aufflustert. Ja, und jetzt können wir natürlich da wieder das Ganze von vorne mit dem Anfahren, hä? Wir kommen langsam, aber sicher vorwärts. Auf jeden Fall habe ich schon HP1 und VR1. Zugbeeinflussung. Und der Magnet ist auch weg, der 500er. Gut, das hätte sowieso noch gedauert, bis ich da auf 25 bin. Gut, dann wäre Bremen-Oslepshausen das nächste. Wir belüften das Ganze. Eben das Brückschle. Oh. Ein weiterer Autozug hier auf der Brücke. Der düst da durch und wir sind da so am Anschleichen. Aber warte nur, wenn ich dann auf Fahrt bin. Wenn ich dann mal schnell bin, dann wehe dir. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich dann jetzt bis Bremen durchfahren darf. Sollte ich in Bremen sein. Aber vielleicht mit meinen obligaten 2 Minuten. Bin ich dann vielleicht etwas später. Aber es ist halt das Los des Güterzuglokführers. Der muss immer raus oder auf die Seite oder hinten anstehen. Der ist quasi so geduldet. Dabei bringe ich doch jetzt ganz
wichtiges Material, das dann später weiter nach Salzgitter geführt wird. Dort soll es dann verarbeitet werden. Aber meine Schicht, die endet dann in Bremen. Von Bremen nach Salzgitter, das macht dann ein anderer Kollege. Wenn es 60 ist oder so, dann würde ich vielleicht die Geschwindigkeit erreichen bis dahin. Wichtig, ich darf jetzt nicht über die 55 kommen, bis der 1000 Hertz Magnet da ich nehme mir da die AFB zu Hilfe, weil sonst kriege ich dann gleich eine Zwangsbremsung, weil mit dem 1000 Hertz bin ich jetzt in der Beeinflussung. Da gilt das eben mit der Bremskurve. Der Wiederholer. Zugbeeinflussung. Na? Und jetzt ist er weg. Dann kann ich eigentlich hier auch befreien und kann dann wieder hochschalten. Schrebergartenanlage da. Auch was für Eisenbahnfreunde. Ja. Und rechts da Güteranlage, Rangierbahnhof. Oh, da kann ich ja noch zu einer Parallelfahrt aufholen.
ein Kollege. Ah, der geht jetzt runter zum Rangierbahnhof Bremen, ja. Mit einer MEG. MEG, ja. Cool. Das Rangierfeld Bremen. Der Rangierbahnhof, da ist auch was bereitgestellt. Das umfahren wir jetzt, weil wir gehen ja zum Hauptbahnhof. Oh, verdächtig gelb. Zugbeeinflussung. Ja, ich soll nichts mit einfahren. Oh nee, das ist alles in Rot. Alles in Rot. Gleich an. Fahrdienstleitung Bremen, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Loch 54, 73, 2. Ich habe da HP0 am L11 bei Walle. Was ist denn los? Der Güterverkehr staut sich etwas. Du hast aber Glück und bist als Nächster dran. Dauert nur ein paar Minuten. Ach so, alles klar. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Okay, ein paar Minuten. Oh. Da kommt auch einer aus dem Rangierfeld. Dem muss ich natürlich jetzt den Vortritt lassen. Fliegen wir da mal kurz nach vorne. Auch eine Rayon. Da hinten habe ich auch noch was gesehen. Ah, da ist unser MEG,
den wir vorhin überholt hatten. Der geht da unten durch. Ja. Okay, den geht dann. Der geht dann da ins Nirvana. Und hier haben wir viele Berufspendler vermutlich, die auf die S-Bahn warten. Na gut. Schaut da mal noch nach vorne. Das 11L, das müsste eigentlich dieses Signal sein da. 11L, genau, das ist das. Das 7:51 Uhr, dann hätte ich jetzt die Zeit wieder geschafft. Dann bin ich jetzt wieder in der Zeit. Aber bis ich dann jetzt wieder angefahren bin, oh Gott. Na. Wunderbar, und mit 60. 60 haben wir auf der Anzeige stehen. Jetzt auf dem Bahnsteig steht und sieht, wie man da sich abmüht, vorwärts zu kommen. So, jetzt hoffe ich aber, dass ich dann auf diesem kurzen Stück nicht noch einmal stehen bleiben muss. Weil sonst, ja. Einen Gleiswechsel.
Ich gebe alles. Dreimal an für Anfahren üben. Einmal eine Paralleleinfahrt mit dem ICE. Mit dem ICE, dem Buckeligen, dem Einser. Zugbeeinflussung. Das ist ein cool, ha? Da kommt das buckelige Restaurant. Bistro. Das ist jetzt cool. Der ICE1. Also da wird wirklich vieles geboten. Wirklich cool. Können wir gleich rüberschauen, was die da zu futtern haben. Aber ich muss mich da jetzt konzentrieren, weil ich fahre da jetzt in einen großen Bahnhof rein. Ah, haben wir da ein Metronom. Ein Metronom ist auch noch unterwegs. Der hat sich versteckt da hinter dem ICE1. Ich habe da schon wieder Halt erwarten. Zugbeeinflussung. Aber das tut mir jetzt nicht mehr weh, weil ich komme eh nicht mehr hoch da. Ich lasse das jetzt einfach rollen. Muss dann nur schauen, dass ich den 500 Hertz Magnet gut erwische. Nicht zu früh und nicht zu spät. Mal etwas einbremsen. Der Magnet und jetzt sollte ich da wirklich na, es reicht, es klappt genau und da haben wir unseren Haltepunkt, unser HP0 rechts eine S-Bahn oder eine Regionalbahn nach Münster. Oh, und halt. Halt. Störung. Das ist jetzt. Das ist jetzt nicht empfehlenswert. Da bin ich jetzt wirklich. Naja. Man kann es dann noch übersetzen. Schauen wir dann noch die Ausfahrt der Regionalbahn und des ICEs. Und das war es dann auch schon vom Szenario. Also wie gesagt, ein tolles Szenario. Hat wirklich Spaß gemacht. Es gibt viel zu tun als Lokführer. Man muss sich da schon drauf vorbereiten. Aber es macht Spaß. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle weiteren Angaben. Das Szenario könnt ihr dort runterladen
und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Nachspielen. Und weiter geht's dann mit Don Matteo unterwegs mit den normalen Videos und vielleicht gibt es wieder einmal eine so Szenario-Vorstellung. Wer weiß, abonniert meinen Kanal, dann wisst ihr Bescheid. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss, sagt euer Don Matteo.